Ich bin geehrt, heute dabei sein zu dürfen und Menschen zu würdigen, an Menschen zu denken, die eigentlich den Mut haben, gegen den Sturm zu schwimmen. Menschen, die den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, Gleichberechtigung, Freiheit zu verteidigen. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Menschen, die wegen Worte, wegen Kritik, wegen Courage vor Gleichberechtigung, vor Enthüllung eigentlich im Gefängnis sitzen müssen. Wir haben es viel leichter. Wir können hier Worte sagen und wir werden beschützt und wir haben eine Gesellschaft, die teilweise das akzeptiert. Aber die mutigen Menschen sind diejenigen, die eigentlich in der Türkei im Gefängnis sitzen, weil sie ihr Beruf ausgeübt haben. Oder Menschen, die in Saudi-Arabien im Gefängnis sitzen, physisch bestraft werden, weil sie für Gleichberechtigung, für Meinungsfreiheit sich einsetzen. Das ist traurig, aber solche Menschen brauchen wir. Denn solche Menschen machen Demokratie aus. Und ohne solche Menschen werden wir als demokratische Gesellschaft nicht überleben.